In dem Video experimentiere ich wieder mit halbrohem Essen. Das heißt, ich werde wieder was kochen, was ich früher gerne gegessen habe. Und dann doktere ich ein bisschen dran rum, um zu gucken, ob ich da ein paar mehr rohe Zutaten reinmachen kann. Oder ob es dann am Ende trotzdem noch schmeckt. Also, was ich heute mache, ist Bone Dip. Das ist was, was ich früher unheimlich gerne gegessen habe. Das ist eine Art Paste, die mache ich aus Kidneybohnen und schwarzen Bohnen aus der Dose. Die mache ich dann mit Zwiebeln, mit Paprika und mit Knoblauch. Also das brate ich an, dann mache ich die Bohnen rein. Dann püriere ich das mit dem Pürierstab und entweder schmiere ich das in Wraps rein oder ich dippe das mit Tortilla Chips. Und mal gucken, ob ich das Rezept vielleicht so ändern kann, dass es trotzdem noch schmeckt. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das ist ein Experiment, was ich noch überhaupt nicht gemacht habe. Aber ich dachte mal, warum nicht mal bei laufender Kamera ein bisschen mehr experimentieren? Anstatt immer nur das zu machen, was von dem ich weiß, dass es gut funktioniert. Wie fange ich denn an? Achso, eine Sache, die ich noch erwähnen sollte, das war eigentlich die Idee überhaupt dahinter, dass ich mal gucke, dass ich hier diese Chips ersetze durch geschnittene Gurke. Einfach so Gurkenscheiben als Chipsersatz. Das ist eigentlich meine Hauptmotivation. Ich habe lange nicht gekocht. Ich weiß fast gar nicht mehr, wie das ist. So, wie funktioniert das hier? Ich nehme mittlere Hitze, nichts Übertriebenes. Ich mache eine sogenannte Pfanne auf den sogenannten Herd. Und dann nehme ich irgendeine Art Öl. Ich habe Olivenöl und ich habe Kokosfett. Ich glaube, ich nehme Olivenöl, weil ich eh nicht so stark anbrate und gern den Eigengeschmack von der Olive nehme. Das waren vielleicht so 2 Esslöffel. Komischerweise ein Gericht, von dem ich lange geglaubt habe, dass ich mir was Gutes tue, wenn ich das esse. Aber jetzt glaube ich was anderes. Jetzt glaube ich, erstmal sind die Bohnen tot. Die sind nicht roh. Das heißt, die sind schon gekocht, bevor die überhaupt in der Dose drin waren. Außerdem ist in Bohnen zu viel Protein. Protein ist giftig, das weiß nur noch keiner. Na, jetzt warte ich, bis die Pfanne ein bisschen heiß wird. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Wie lange wird eine Pfanne heiß? 2 Minuten? Keine Ahnung. Mach mal schon mal die Chips auf und probier einen. Die schmecken nicht nach viel. Die erinnern schon irgendwo dunkel an Mais. Was ich schön finde, die sind nicht übertrieben gesalzen. Das ist sehr dezentes Salz. Ich denke mal, wenn so eine Chips übertrieben gesalzen, das ist mehr so für Raucher, deren Geschmacksnerven schon komplett abgestorben sind. Und dann nehmen die so einen Chip in den Mund und sagen so, oh, ich schmecke das Salz. Und dann können sie so fühlen, als hätten sie noch Geschmack im Mund. Langsam wird es warm. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon heiß ist. Aber ich mache es jetzt schon mal rein. Das ist ein
ein sehr schwer zu vermasselndes Rezept. Also selbst wenn ich das jetzt ein bisschen zu früh reinmache, das ist alles kein Beinbruch. Also ich fange an mit den Zwiebeln. Ich habe hier so ungefähr eine und eine Viertel Zwiebel von mittlerer Größe. Das gehört eigentlich nicht an einen Bohnendip, eine Zwiebel. Also wenn mein Kumpel das wüsste, der mir von Bohnendip erzählt hätte, der würde sich im Grabe umdrehen. Aber der hat auch nie verstanden, dass man sich Rezepte so anpassen kann, wie man Bock drauf hat. Mir gefiel die Kamera eben doch besser. Jetzt mache ich ein bisschen Knoblauch ran. Das sind so drei mittelgroße Knoblauchzehen. Glaube, ich mache mal die Gewürze jetzt schon beim Anbraten ran. Was nehme ich denn? Ich nehme ein kleines bisschen Salz. Das war wieder mein pinkes Himalaya. Ist echt nicht viel. Bisschen scharfes Paprikapulver. Bisschen Cayennepfeffer. Und auch wenn es nicht reingehört, ein kleines bisschen Currypulver. Curry. Erstmal umrühren. Jetzt ein bisschen Paprika. Was heißt ein bisschen? Es ist genau eine mittelgroße bis große rote Paprika. Glaube, das wäre doch besser gewesen, wenn ich die kleiner geschnitten hätte. Aber ich dachte mir, es ist eh egal. Ich püriere das eh gleich alles. Ich mache schon mal die Bohnen auf. Ich gieße mal dieses Pupswasser ab und spüle das zweimal mit Wasser durch. Aber nur bei den Kidneybohnen. Bei den schwarzen Bohnen mache ich die mit der köstlichen Chilisauce ran. Die habe ich jetzt sehr stark angebraten. Also ran mit den Bohnen. Die lasse ich jetzt für ein Weilchen köcheln, also so 10 Minuten bestimmt. Wenn ich sie gleich püriert habe, mache ich den Deckel ab, weil danach will ich ja das ein bisschen austrocknen. Jetzt mag ich das, dass die so feucht bleiben. Dann lasse ich die jetzt 10 Minuten köcheln. Bis dann. Jetzt ist es so 12 Minuten später. Ich guck mal, ob die Paprika weich ist, weil das ist eigentlich das Einzige, worauf ich noch warte. Oh. Schon dabei, unten anzubappen. Na gut, ich püriere jetzt. Hab den Herd ausgeschaltet, Hitze brauche ich nicht mehr.
lange nicht benutzt, das Ding. Oh ja. Das ist das Endergebnis. Das ist Bodendip. Eine sehr schmackhafte Paste aus Bohnen und Gemüse. Habe ich schon mit allen möglichen Bohnen gemacht. Hat eigentlich immer gut geschmeckt. Kann ich mich an einmal erinnern, wo es irgendwie mit unterschiedlichen Gemüses oder Bohnen experimentiert hat, dass mir das nicht geschmeckt hat. Vielleicht bin ich auch einfach. Na gut. Ich mache mal die Kamera so, dass man mir jetzt besser beim Experimentieren zugucken kann. Topflappen mehr. Als ich angefangen habe, Brot zu essen, habe ich all meine Topflappen und Topfuntersetzer für Hitze weggeschmissen. Deswegen nehme ich das Geschirrhandtuch. Hep. Da ist es, das köstliche Zeug. Ich zeig mal, wie ich das immer gegessen habe. Also der ursprüngliche Weg, mit dem ich angefangen habe. Ich habe hier so ein Wrap. Vor so 5 bis 10 Jahren, als ich das oft gegessen hatte, da gab es noch nicht einfach so Wraps in jedem Supermarkt. Die waren noch eine Seltenheit. Deswegen, was ich mit meinem Kumpel wir uns damals geholt hatten, war Dürümbrot aus dem türkischen Supermarkt. Das war immer sehr lecker. Also es heißt nicht Dürümbrot, aber Dürümland. Was ich also gemacht habe, nehme ich einen Löffel. Ich habe einfach so ein Fladenbrot genommen und die Paste reingeschaufelt. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich weiß, wie ich es jetzt machen würde, aber ich will mich daran erinnern, wie es früher war. Na egal. Jetzt wickel ich das ein. So wahrscheinlich. Ich verstehe schon, warum ich das gerne gegessen habe. Anderer Weg ist, ich schnapp mir einfach ein paar Tortilla-Chips und esse es so. Bohnen und Mais verstehen sich gut. So, jetzt kommt das erste Experiment, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ich habe hier Gurke. Und jetzt wollte ich rausfinden, ist denn Gurke ein würdiger Chips-Ersatz? Weil das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe zwar immer noch die relativ ungesunde Bohne, aber dann zumindest die rohe Gurke, die mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt so ein bisschen für den Bohnendip gerade steht. Wow! Das ist aber verrückt. Ich war bereit zu sagen, dass die
Chips irgendwie trotzdem geil sind. Und dass das mit der Gurke eigentlich mehr so ein tragischer, trauriger Öko-Ersatz ist. Aber es stimmt nicht. Die Gurke ist ein vollwertiger Dip-Ersatz. Ich probiere noch ein bisschen. Absolut. Ja, das funktioniert. Das geht. Das ist aber cool. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht so eine große Tüte mit Tortilla-Chips gekauft. Das sind ja 300 Gramm, da esse ich ja ewig dran. Ich werde zwar nicht mehr oft Bohnendip essen, aber wenn ich das mache, bin ich definitiv so weit, dass ich die Chips nicht mehr brauche und auch das Fladenbrot nicht. Ich werde das fortan mit Gurke essen. Wow. Okay, cool. Nächstes Experiment, was mir noch eingefallen ist. Ich wollte jetzt den Bohnendip, so wie er ist, nehmen und wollte jetzt nach und nach mehr Gemüse reinrühren und gucken, ob mir der immer noch schmeckt. Ich habe hier also rohen Knoblauch, rohe Zwiebelwürfel, rohe Paprika und klein geschnittene Tomate, also Cherry-Tomate. Jetzt probiere ich mal. Ich mache Stück für Stück. Ich nehme mir also ein kleines Mixgefäß, mache ein paar Löffel von dem Bohnendip rein. Und jetzt fange ich an, das zu strecken, bis es mir nicht mehr schmeckt. Ich fange mal an mit einer halben Handvoll Tomate. Rein damit. Umrühren. Wow, sofort kommt ein starkes Tomatenaroma hoch. Und ich fange mal mit einem Chip an. Und guck mal, ob ich ein bisschen mit Tomate erwische. Ich mache mehr Tomate dran. Noch so eine halbe Handvoll insgesamt. Und jetzt mache ich zusätzlich so eine halbe Handvoll kleine Paprikawürfelchen dazu. Nehme mir wieder einen Chip. Schmeckt immer noch sehr stark nach Bohne. Weiß nicht, ob es mir schmeckt, weil ich Tomate und Paprika eh schon mag, oder ob es mir auch absolut schmeckt. Also, selbst wenn ich jetzt mir das selber vor 5, 6, 7 Jahren gegeben hätte. Ich mache mal weiter. Ich mache jetzt eine halbe Handvoll kleine Zwiebelwürfelchen rein. Die sind roh. Ich probiere wieder. Jetzt merke ich den Unterschied. Jetzt schmeckt es nicht mehr ganz so nach Bohne. Also wenn ich die Zwiebel weggelassen hätte, wäre kaum ein Unterschied zu schmecken. So, und jetzt mache ich ein bisschen rohen Knoblauch an. Schmeckt immer noch toll. So, und jetzt die Krönung. Jetzt nehme ich statt dem Chip natürlich wieder eine Gurke, um komplett zu vergemüsen das Rezept. Hätte ich nie gedacht, dass Gurke dazu passt, aber ich finde, das passt wirklich. Cool. Wow. Experiment war ein voller Erfolg. Ich bin sehr froh. Das bedeutet, ich kann es vielleicht noch mal ab und zu essen. Also wenn jetzt an dem Rezept hier das einzig nicht rohe die Bohnen wäre, das würde mir immer noch schmecken. Na gut. Mehr Experimente fallen mir nicht ein.